Was machst du gerade, Robert? Ich packe die letzten Sachen. Es geht gleich los nach Düsseldorf zum ersten Umsatzbooster-Workshop. Ich freue mich schon total. Wir haben ganz, ganz viele schöne Sachen vorbereitet und gehen heute mit unseren Teilnehmern mal in einen großen Helikopter und gucken uns die ganzen Verkaufsgespräche mal von oben an. Das wird sehr cool, die einzelnen Phasen mal zu beleuchten und wirklich praxisnah mit denen zu sprechen. Bin ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, wegen der Vorfreude, weil es ist ja nun mal das erste Mal und es ist ja bekanntlich immer was Besonderes. Von daher, ich packe die letzten Dinge jetzt ein und dann geht's hier auch los. So. Das sind ganz, ganz oft in Fragen verpackte Signale. Also es gibt auch welche, die ich mit Körpersprache ausdrücken kann. Zum Beispiel ein sehr in sich gekehrter Kunde, wenn der sich irgendwann mal öffnet, könnte das auch ein Kaufsignal sein. Aber da gibt es natürlich die Tendenz zur Mitte. Und wenn du jetzt da mit Paketen arbeitest und das mittlere verkaufen willst, musst du da auch nochmal auf die Reihenfolge achten. Plus du musst gucken, welchen Abstand habe ich zwischen den einzelnen Paketen kohletechnisch, damit das psychologisch Sinn macht. Und wie fange ich an in der Beratung? Da schon mal der Tipp an der Stelle, ohne da jetzt reinzugehen, die Treppe wird immer von oben gekehrt. Ich bin überwältigt, umgehauen von dem, wie er sich präsentiert hat. Das, was er erklärt hat, war so eindeutig, so klar, direkt in der Praxis umzusetzen. Man kann diesen Workshop einfach nur empfehlen, um ja, sich nach vorne zu pushen. Mehr brauche ich eigentlich dazu nicht zu sagen. Ja, wir sind hier beim Umsatzbooster-Workshop in Düsseldorf. Ich muss sagen, ich hatte schon hohe Erwartungen an diesen Tag. Und ja, die wurden mehr als übertroffen. Super geile Infos, sehr praxisnah. Ich habe Standardformulierungen, die ich sofort in die Praxis umsetzen kann und bin top motiviert, mein neues Vertriebswissen in die Praxis umzusehen. Geh weg, hau ab, ich habe keinen Bock mit dir zu reden. So unterscheiden sich Vor- und Einwände. Vorwand, vorgeschobene Schutzbehauptung, Einwand ist meistens was Greifbares. Die Bumerang-Technik, weil du spielst den Bumerang wieder zurück. Der Kunde gibt dir das Argument, du nimmst genau dieses Argument und spielst es wieder zurück. Weil du es ja einleitest mit genau aus diesem Grund, weil sie schon einen Partner haben. Ja, was soll ich sagen? Wir haben es getan, wir haben es endlich getan. Wir haben 1000 Stunden drüber nachgedacht und heute war hier der erste Umsatzbooster-Workshop in Düsseldorf. In der alten Heimat und es war traumhaft schön. Also es waren mega geile Teilnehmer, die richtig gut mitgearbeitet haben, die ein sehr, sehr cooles Feedback dagelassen haben und in die Praxis gehen und das auch direkt umsetzen. Und dann werden wir sehr, sehr schnell die ersten haben, die auch diese Entwicklung in ihrem persönlichen Umsatz nehmen. Ich freue mich schon, wenn das Ganze das nächste Mal stattfindet. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und ich kann es dir nur empfehlen, weil es war ein geiler Tag. Also in diesem Sinne, 30% mehr Umsatz, mehr Zeit, mehr Leben. Ich freue mich auf dich.